Herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht um einen Vergleich von T-Test und Regressionsanalyse und um die Frage, kann ich einen Mittelwertvergleich, den ich mit einem T-Test durchgeführt habe, auch mit einer Regression durchführen? Und wenn ja, komme ich dann auf das gleiche Ergebnis? Wir schauen uns das an einem Praxisbeispiel an und verzichten wieder auf Formeln zu den dahinterliegenden Verfahren. Die Frage ist, ob sich Männer und Frauen bei einem fiktiven Blutwert unterscheiden. Und wir beginnen mit dem T-Test. In SPSS gehen wir dazu über Analysieren, Mittelwerte vergleichen, T-Tests bei unabhängigen Stichproben. Warum unabhängig? Weil hier in unserem Beispiel nicht eine Frau einem bestimmten Mann zugeordnet ist. So sieht dann das Menü aus. Wir nehmen den Blutwert als Testvariable und das Geschlecht als Gruppenvariable. Dann müssen wir noch die Gruppen definieren und die sind hier mit 1 und 2 kodiert. Ja, und schon sind wir beim Ergebnis des T-Tests. Wir erhalten folgende Ergebnistabellen. Was können wir daraus schließen oder ablesen? Erstens, Frauen weisen einen um 10 Punkte höheren Mittelwert auf. Wir sehen hier oben die Mittelwerte von 120 bei Frauen und 110 bei Männern und unten im Test nochmal die Differenz von 10 Punkten. Zweitens können wir sagen, dieser Mittelwertsunterschied ist bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% knapp nicht signifikant, denn der P-Wert liegt bei 0,081 und damit etwas über 0,05. Kurz noch angemerkt zu dem vorgeschalteten Test auf Varianzgleichheit. Wir können hier sagen, dass die Annahme der Varianzgleichheit bei Frauen und Männern beibehalten werden kann und wir müssten hier die obere Zeile des T-Tests verwenden. Varianzen sind gleich, aber die beiden Zeilen unterscheiden sich in diesem Beispiel nicht, sodass das hier keine große Rolle spielt. Ja, wir merken uns die Mittelwerte 120 und 110 und den P-Wert von 0,081 und damit stürzen wir uns in die Regressionsanalyse. Also die Frage ist die gleiche, unterscheiden sich Männer und Frauen bei einem fiktiven Blutwert? Wir gehen über Analysieren, Regression, Linear. Und hier möchte ich jetzt eine Empfehlung aussprechen, und zwar würde ich die Gruppenvariable für die Regression nicht mit 1 und 2 kodieren, wie wir es eben hatten, sondern mit 0 und 1. Und eindeutig benennen, was ist damit gemeint? Wir haben hier eine Variable weiblich. Das Umkodieren zeige ich jetzt nicht. Das kommt vielleicht mal in einem anderen Video. Also die Variable weiblich, 1 bedeutet dann ja oder weiblich und 0 bedeutet nein oder männlich. Dann kann man das Output besser interpretieren und der Wert 0 ist nachher noch wichtig beim Ergebnis der Regression. Ja, also das Geschlecht ist natürlich die unabhängige Variable und der Blutwert die abhängige. Dann schauen wir uns gleich das Ergebnis der Regressionsanalyse an. Wir erhalten folgende Ergebnistabellen und das erste, was uns hier ins Auge springt, oder mir zumindest, ist hier der P-Wert von 0,081, den wir gleich zweimal finden, einmal für das Modell insgesamt und einmal für die Variable weiblich. Und die Werte sind hier gleich, weil es nur eine unabhängige Variable gibt. Hätten wir mehr unabhängige Variablen, dann wäre der Wert in der mittleren Tabelle ANOVA der Gesamtwert für das Modell und in der unteren Tabelle mit den Koeffizienten haben wir einen Wert für jede einzelne Variable. Also die 0,081 haben wir schon mal wiedergefunden, die uns aus dem T-Test noch bekannt vorkommt. Das heißt, auch hier ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern knapp nicht signifikant bei 5% Irrtumswahrscheinlichkeit. Als zweites sehen wir bei weiblich den nicht standardisierten Koeffizienten B, der liegt bei 10. Das heißt, Frauen weisen um einen um 10 Punkte höheren Mittelwert auf als Männer. Dann kommen wir zur Konstante. Wie kann man die Konstante interpretieren? Man kann sie als Basiswert sehen, der dann gilt, wenn alle unabhängigen Variablen den Wert 0 aufweisen. Und jetzt sehen wir, warum es wichtig war, hier weiblich mit 0 und 1 zu kodieren. Die 110 sind somit der Mittelwert für Männer. Also, ja. Und daraus folgt dann natürlich, dass Frauen einen um 10 Punkte höheren Wert haben, also 120. Also wir haben die Werte 110 und 120, die wir aus dem T-Test noch kennen, auch in der Regression wiedergefunden und damit das Ergebnis des T-Tests genau bestätigt.
Es wäre auch eigenartig, wenn das nicht so wäre, denn ja, die Verfahren beruhen auf den gleichen mathematischen Grundlagen. Ein Satz noch ergänzt zum R-Quadrat. Das gibt es im T-Test nicht. Das liegt hier bei 0,333. Das heißt, wir können sagen, 33,3% der Varianz im fiktiven Blutwert können über das Geschlecht erklärt werden. Ja, ich hoffe, das Beispiel war anschaulich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.